Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege. It was a mistake, but it happened. And if I were to be released, I would I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends, you know, pay my bills. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Mit mir in der Leitung ist die Kate. Hallo, Kate. Ja, hallo. Und der Chris ist auch da. Hallo. Halli, hallo. Und ich bin der Erik. Ich begrüße euch zur heutigen Sendung mitten in der WM. Vielleicht werden wir hier und da mal Fußballthemen tangieren oder auch andere Sportarten. Wir werden sehen. Aber zuerst reden wir natürlich über die Sneak Preview, die wir hatten. Dort hatten wir den Film Ocean's 8. Und wir kennen ja, glaube ich, alle diesen Film Ghostbusters, der geremaked wurde mit Frauen. Das hat man jetzt offensichtlich mit der Oceans-Reihe auch versucht. Hat hierzu zum Beispiel Sandra Bullock gewonnen oder Kate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Rihanna sogar, die ich gar nicht erkannt habe am Anfang. Und die wollen einen Heist durchziehen. So ein, ja. Anne Hathaway hat auch noch eine Rolle mit, denn sie spielt so ein ja, Supermodel, die so immer auf den Laufstegen der Welt zu Hause ist. Und es wird dann so arrangiert, dass Anne Hathaway ein Diadem tragen soll von Cartier, was irgendwie so zig Jahre in irgendeinem Safe gelagert wurde, weil das einfach so, so teuer ist. Das kann man eigentlich gar nicht rausholen. Und für eine besondere Veranstaltung wird aber die Modeschöpferin, gespielt von Helena Bonham Carter, dazu gewonnen von dem Team von den Oceans, dass sie Anne Hathaway anfordert als Supermodel, die dann neben den Klamotten, die sie da designt hat, auch dieses Diadem präsentiert. Denn das Motto der Veranstaltung sind dann auch so die Edelsteine von Europa, glaube ich. Da sind noch alle möglichen anderen Kronjuwelen mit ausgestellt. Und ist natürlich alles unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehrungen. Am Anfang beginnt es aber erstmal damit, dass Sandra Bullock aus dem Knast kommt. Wir erfahren so ein bisschen, dass sie da irgendwie abgezogen wurde und da drin gelandet ist im Knast. Und anstelle jetzt nun ein Leben zu beginnen, was nie weniger kriminell ist, sieht man sie gleich am Anfang schon, wie sie diverse Sachen auf eine sehr amüsante Art und Weise durchzieht. Ich will das jetzt nicht alles im Detail verraten. Und wie sie dann so peu à peu ihre Crew wieder um sich schart und wie sie dann alle diesen Raubzug durchziehen. Wie es halt immer bei solchen geplanten Sachen ist, ist gut, wenn man jetzt nicht zu viel am Anfang drüber weiß. Deswegen werde ich vielleicht auch gar nicht mal so wahnsinnig viel drüber erzählen. Habe ich noch irgendwas? Kann man noch irgendwas erzählen, was jetzt relevant ist? Fällt euch was ein? Ja, vielleicht, dass sie die Schwester von Danny ist. Ah, natürlich. Vielleicht ein wesentlicher Punkt. Jawohl. Genau, also sie ist die Schwester von Danny Ocean, der von George Clooney gespielt wird in der originalen oder in der anderen Oceans-Reihe. Oder ist das jetzt ein Spin-off oder ist das dieselbe Reihe? Ja, irgendwie. Es ist dieselbe Reihe, weil es spielt ja auch einer aus dem Cast von Oceans 11 mit. Stimmt, ja. Aber Steven Soderbergh ist irgendwie nicht mehr mit an Bord, ne? Der irgendwie bei den anderen Oceans-Filmen da. Das würde ich jetzt mal, ich glaube doch, oder? Echt? Also irgendwie. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Weil ich bin da. Ich habe jetzt nicht die Credits. Ich meine, ich hätte das aber gelesen. Doch, ja, hier Produzenten George Clooney, Steven Soderbergh. Ah, so okay. Ach, George Clooney auch, siehst du? Guck mal. Ja, ja. Und George Clooney, also Danny ist ja anscheinend tot. Ja. Ja. Anscheinend. Sag anscheinend. Mal mehr nicht dazu. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir den Film in der Originalversion Sneak auf Englisch gehabt. Das sei mal dazu gesagt, spoilerfrei. Und ja, im Normalfall ist es ja so, dass mir die Filme im Original immer noch ein bisschen besser gefallen. Wenn dem so ist, dass ich kenne mich ja, also wenn mir der tatsächlich besser gefällt im Original, wie ich ihn jetzt gesehen habe,
dann muss der im Deutschen sehr, sehr durchschnittlich sein. weil, ja, es war halt irgendwie am Anfang, es war halt, hatte nicht so diese Leichtigkeit und Coolness, die so die Oceans-Filme hatten, fand ich. Und für meinen Geschmack wurde mir zu viel von dem ganzen Plan vorher verraten, weil ich habe noch ein bisschen Zeit gehabt, jetzt drüber nachzudenken. Die originalen Oceans-Filme, da sind halt dann Sachen passiert während des Heistes, wo du gedacht hast, wow. Und dann hast du in so einer Rückblende erfahren, wie sie das geplant haben. Und das haben sie halt hier nicht gemacht, sondern du siehst erst, wie sie irgendwas planen. Und dann geht es nur noch darum, zu warten, klappt das oder klappt es nicht? Oder wie klappt es? Oder ja, geht irgendwas schief? Oder ja, also... Ja. Es ist halt... Ich fand ihn gut. Ja, du sagst, du fandst ihn nicht so gut. Ich fand ihn gut. Ich habe nicht gesagt, ich fand ihn nicht gut. Ich habe gesagt, ja. ich fand ihn in Ordnung. Aber wenn ich jetzt bedenke, dass ich ihn im Original besser finde als im deutschen Synchro ist, dann ist er im deutschen Synchro durchschnittlich, habe ich gesagt. Also für mich ist er im Englischen jetzt etwas über dem Durchschnitt, aber nicht viel. Weil irgendwie ist das nicht weder Fisch noch Fleisch. Ne? Also es ist... Es hatte irgendwie so 2-3 lustige Szenen. Ja, nicht wahnsinnig lustig, aber ein bisschen lustig. Dann war viel Drama drin. Dann war Heist-Movie, der Heist selber war nicht wirklich spannend, weil sie alles vorher irgendwie schon verraten haben, was sie wie machen wollen. Dann natürlich die obligatorischen Twists, die es dann so gibt, wo man denkt, ach ja, okay. Aber ich kann verstehen, wenn der Damenwelt dieser Film gefällt. Weil es geht halt um Colliers und Diamanten und Steine und es spielt alles in der Frauenwelt und die Männer sind ja nur... Ja, ich bin ja auch voll die Glitzerkönigin und trage jeden Tag teure Diamanten. Frauenwelt, lieber Erik? Schmuckloses. Die Männer sind hier nur schmuckloses Beiwerk, die irgendwie Hilfeleistungen geben müssen oder so. Ja, es ist so ein Film für die Ladies' Nights, würde ich sagen. Da geht er ja richtig gut, denke ich. Und ich denke mal, da werden auch so viele reingehen, weil es zieht halt doch ein bisschen Oceans und hey, mir hat Sandra Bullock total gefallen. Ich mag die da einfach total. Ja, und hier die Nebendarstellerin fand ich auch ziemlich gut eigentlich. Ja, aber an sich, so als Film, ich glaube, also nochmal gucken würde ich ihn nicht. Ich schon. Ja. Im Heimkino dann würde ich nochmal gucken. Vielleicht, wenn er irgendwie auf Sky läuft irgendwie, dann lasse ich es vielleicht laufen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, um mal zu gucken, wie sie das Deutsch hingekriegt haben, dass Sandra Bullock wieder Deutsch gesprochen hat. Herrlich. Also, die ist so großartig. Ja, das war cool. Ich fand ihn auch ganz cool eigentlich. Mir hat nur am Ende so der entscheidende Twist irgendwie gefehlt. Beziehungsweise der entscheidende Twist hatte ich nicht genügend befriedigt. Genau. So, hui. Ach so, naja. Ja, aber war ganz nett. Ja, also für eine Sneak top, muss man sagen. Also, tja... Einer aus dem oberen Regal gewesen, der Film. Das sowas ist in der Sneak auch immer gut. OV sowieso. Ja. Also für eine Sneak fand ich den super. Kann halt nicht jedem nun alles gefallen. Also es ist halt einfach so. Der Kate hat es gefallen, das ist doch super. Hat jemand schon mal so ein bisschen leicht, hier vielleicht unser Herr Mathematiklehrer, vielleicht kann der mal so ungefähr abschätzen. Ich glaube, wir liegen bei den Wertungen auch eher im vorderen Teil, ne? Im vorderen Bereich, wenn ja, ich so mal überfliege. Ja, auf jeden Fall im oberen Drittel. Also ja. Das Schlechteste, was bisher rauskam, waren 6 Punkte, die der Erik gegeben hat. Das stimmt nicht. Haben außer mir noch 5 andere gegeben oder so. Nee, sogar 6 andere. Okay. Und von 6 bis 9 ist alles dabei. Also das heißt, wir liegen auf jeden Fall im oberen Drittel. Ich glaube, wenn ich so an Sandra Bullock denke und wie sympathisch sie war, gebe ich jetzt auch noch 7. Ich werte mal noch auf. So. Ich will nicht die schlechteste Wertung geben für den Film hier. Also. Ja, 7 hat er auch von mir bekommen. So schlecht war er nicht. Also er war nicht schlecht, nein. Es ist kein schlechter Film. Jetzt vergleiche ich ihn ganz kurz mit Super Troopers. Boah. Und schon haben wir einen Oscar-Kandidaten hier. Aber ich werde dir versprechen, mark my words, Ocean's 8 wird bei den Goldenen Himbeeren nominiert werden nächstes Jahr. Bestimmt. Ja. Weil einfach wegen Sandra Bullock und so, weil die immer so cool damit umgeht. Ja, ja. Aber jetzt mal abgesehen von Sandra Bullock, ich fand auch den sonstigen Cast echt gut. Ja. Also ich bin ja ein großer Anne Hathaway-Fan und ja, diese Rolle, diese Oberzicke,
ja, so gut. Ich fand es so herrlich, wie die das gespielt hat. Ich fand das echt prima. Und ja, Sandra Bullock bin ich auch großer Fan, mag ich auch total. Aber auch, ich bin ja kein Rihanna-Fan, aber in dem Film hat sie mir tatsächlich echt gut gefallen. Auch wenn sie ja eigentlich nur eine Nebendarstellerin war, quasi. Aber ich fand, das hat sie auch ganz gut gemacht mit ihren verrückten Frisur. Meinst du jetzt Rihanna Musik oder Rihanna im Kino? Weil grundsätzlich. Würde ich dich jetzt mal fragen, in welchen anderen Filmen die noch so mitgespielt hat? Weil ich unter anderem bei Pacific Rim. Okay, Pacific Rim. Also ich mag sie grundsätzlich nicht, also weder als Sängerin noch als Schauspielerin. Ist mir jetzt auch nicht in dem ersten oder in dem zweiten jetzt? Ich glaube in dem ersten. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, siehst du mal. Unglaublich. Also sie hat schon ein paar, glaube ich, bei ein paar Filmen mitgespielt, wo sie immer nur so, irgendwie so ein Sidekick auch war, keine Ahnung. Aber Helena Bonham Carter. Da hat sie mir jetzt endlich mal gefallen. Die Rolle von Helena Bonham Carter, die war ja auch wirklich auf den Leib geschrieben. Ja. Ne? Also wie sie die da kann so, solche Rollen. Also als verrückte Mode, irgendwie, die so ein bisschen total verspleent ist und irgendwie alle sind so völlig verpeilt und dann traut sie sich nicht mit Leuten zu sprechen oder irgendwas. Und, herrlich, also wirklich wunderbar. Ich gucke gerade mal, der Regisseur Gary Ross, was der noch so gemacht hatte. Der hat zum Beispiel Free State of hier Hunger Games, Tribute von Panem hat er gemacht. Und Seabiscuit mit dem Willen zum Erfolg. Pleasantville hat er auch gemacht, das war ein schöner Film. Pleasantville, toller Film, ja. Ja, also ja, kann man durchaus empfehlen. Im Kino ist sicherlich keine schlechte Wahl. Eine beschwingte Sommerkomödie. Nee, ist Komödie vielleicht nicht, aber sagen wir, ein beschwingter Sommerfilm. Definitiv für Ladies Nights geeignet. Ja. Ja. Also hat jeder jetzt schon seine Punkte gesagt? Oder? Nö. Neun. Neun? Ach du großer Gott. Mit 9 Punkten abgestimmt. Jetzt muss ich mal. Ich brauche mal hier noch so eine Datenbank, wo ich gucken kann, jetzt, wo ich dir gleich sagen kann. What? Entschuldigung. Was? Hast du deinem Hund ein Leckerli zugeworfen? Schön wär's. Gerät? Schön wär's. Der Hund hat gemeint, er muss dem Kaninchen Hallo sagen. Okay. Die Reaktion vom Kaninchen ist, ich guck weiter doof aus der Wäsche und der Hund liegt jetzt hinter mir. Also, was wollte ich gerade sagen? Achso, Datenbank, genau. Ich müsste jetzt mal nachgucken, würde ich dir jetzt gleich sagen, hier, welchen anderen Film du 9 Punkte gegeben hast und ob du wirklich dazu stehst. Aber gut. Ja, ist halt immer so eine Momentum-Entscheidung. Ja, ich sitze im Sessel und denke, der war gut, den fand ich richtig gut. So. Das ist halt manchmal, auf welchen Fuß einen auch so ein Film gerade erwischt. Ne? Ja. Ist halt dann Montagabend, haben es manche Filme halt doch etwas schwerer, wenn man gerade irgendwie vom ersten Arbeitstag der Woche ins Kino geht und boah, dann tut sich so ein Film vielleicht leichter als hier, wie hieß dieser eine mal, dieses Sklaventrama hier, Birth of a Nation oder sowas. Oh ja. Ja. Na gut, dann, wenn wir einmal Facebook aufhaben, können wir mal gucken, wie so die Tipps für morgen aussehen. Chris, wie lautet denn der Innenstadt-Kino-Sneak-Tipp? Wir haben ja morgen die Sneak Nummer 954, also wir rennen wirklich auf die 1000 immer mehr zu. Tipp ist Glaubenssache. Puh, da muss ich nochmal eine Münze werfen, ob ich da ins Kino gehe. Das könnte ganz übel werden für mich. Ja. Mal gucken. Achso, Kate, sind da schon irgendwelche Tipps eingegangen? Ja, von dir und von der Kathy. Kathy tippt auf ein Lied in Gottes Ohr. Und du hast irgendwie getippt, Lomo, the language of many others. Habe ich deswegen getippt, weil der in einigen anderen Sneaks lief. Das hat unter anderem in Suhl. Genau, das hat auch die Steff gleich kommentiert, den hatten wir in Suhl. Mit Glauben hat das nichts zu tun. Ja, wer weiß, ist bei den Tipps manchmal. Dieser ein Lied in Gottes Ohr, diese Kathy Wu, die hat schon ein paar Mal richtig getippt. Jetzt werde ich mal gucken, was das für ein Film ist, den die hat irgendwie Insiderwissen, glaube ich. Also, das. Oder sie ist einfach nur ziemlich clever. Oh, eine französische Komödie von und mit Fabrice Eboué. Ach, du großer Musikproduzent. Ja, französische Komödie wäre doch was voll was für dich. Ja, erstmal abwarten. Manche sind ganz schön überkandidelt. Die Musikproduzent Nicolas, der schon lange keinen Erfolg mehr verzeichnen konnte, bekommt einen ungewöhnlichen Auftrag.
Er soll eine Band an die Spitze der Charts führen, die aus einem Rabbi, einem Pfarrer und einem Imam besteht. Das klingt interessant. Nach einigen Schwierigkeiten gelingt es ihm und seiner Assistentin Sabrina, gespielt von Audrey Lamy, tatsächlich aus Samuel, Benoît und Monsef die Band Koexistenz zu formen. Die Gruppe feiert schnell erste Erfolge, doch Nicolas, Sabrina und die Musiker haben unterschätzt, wie viel Konfliktpotenzial die Vereinigung der drei Religionen in sich birgt. Als die Streitigkeiten und Zankereien zwischen den Bandmitgliedern eskalieren, wirft Nicolas das Handtuch. Doch die drei Geistlichen vertragen sich schnell wieder. Sie wollen das Projekt nicht scheitern lassen. Hat hier Wertung von 2,0 von 5 Sternen gekriegt. Ein Rabbi, ein Priester und ein Imam gehen in einen Stripclub. Was nach dem Anfang eines schlüpfrigen Witzes klingt, ist hier nur eine der bemüht amüsanten Situationen, in die der Regisseur die Protagonisten stolpern lässt. Ja, jetzt läuft ja auch WM. Vielleicht läuft da irgendwie ein wichtiges Spiel oder so. So, weiß nicht. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Gesehene Filme im Heimkino. Da gab es mal einen Jingle hier. Heimkino. Das war jetzt ganz schön laut gerade. War das bei euch auch so laut? War das noch bei mir auf dem Kopfhörer? Mir dröhnen noch die Ohren, deswegen keine Ahnung. Was hast du gesagt? Ich habe einen Film geguckt, der heißt Vorwärts immer. Den hatte ich ein paar Mal, glaube ich, oder hatten wir den irgendwie mal bei den Tipps dabei für die Sneak. Der lief auch irgendwo anders. Das basiert quasi auf diesem berühmten Zitat. Wäre vorwärts immer, rückwärts nimmer. Jawohl. Und es handelt von einer Theatergruppe im Osten. Das damals spielt das 1989. Und die wollen ein Stück aufführen, was sehr, sehr systemkritisch ist. Und sie haben dafür auch einen Erich Honecker, der ziemlich echt aussieht. Und ja, auch die anderen, so Egon Krenz und so weiter, haben da Rollen mit drin in diesem Stück. Und die überlegen halt, die proben sehr viel und überlegen halt, ob sie das Stück überhaupt aufführen oder ob sie da nicht Ärger kriegen und so. Parallel dazu will die Tochter von dem Erich Honecker Darsteller, die möchte in den Westen ausreisen. Hat da alles schon irgendwie geplant, hat sich einen Pass organisiert, weil die Mutter von ihr, also quasi die Frau von dem Erich Honecker Darsteller, nenne ich ihn jetzt einfach mal so, der Einfachheit halber, die ist schon im Westen. So, und die hat quasi den Pass besorgt. Und er hat aber halt große Bedenken, dass da irgendwas passiert. Und ihr geht der Pass verloren und sie muss sich einen neuen besorgen, muss dazu nach Leipzig fahren, wo damals immer diese Montagsdemonstrationen waren. Und er hat dann Bedenken, weil er mitbekommt von jemandem, das Gerücht gehört hat, dass die DDR-Regierung die in Anführungszeichen chinesische Lösung anstrebt, das heißt mit Panzern den ganzen Aufstand niederzuschießen. Und sie hacken dann einen Plan aus, dass quasi der falsche Erich Honecker da hinfahren soll in die Parteizentrale und den Befehl widerrufen soll. Und das ist quasi, heißt, wo wir da keine Ocean's 8 einpacken. Also wie die das planen und machen und tun. Und dann, aber man muss, glaube ich, Ossi sein, um den Film wirklich witzig zu finden. Weil da sind halt Personen und die ganzen Gegebenheiten und die ganze Ausstattung, das passt halt einfach alles, wie die Faust aufs Auge. Also das kennt man alles von früher. Oder? Und das ist auch wirklich gut gemacht. Also der falsche Honecker trifft dann auch noch auf den echten Honecker. Und das Witzige ist, die in Anführungszeichen echten Personen, also der echte Krenz und der echte Honecker, die werden auch von dem falschen Schauspieler gespielt, ja, in dem Film. Sodass das alles wirklich total echt aussieht. Das heißt, wenn da irgendwo der richtige Egon Krenz irgendwo auftritt, dann wird es auch von dem gespielt, der in der Theatergruppe den Falschen spielt. Ne? Und die Szenen sind eigentlich am allerwitzigsten mit dieser Theatergruppe, wenn die da versuchen, dieses Ding da durchzuziehen. Und das endet dann natürlich so fast so wie in Louis de Finet-Manier, wenn sich da irgendjemand im Schrank verstecken muss und draußen passieren Sachen und solche Geschichten. Ist ein wirklich sehr amüsanter Film. Jetzt nicht für jedermann, aber ich möchte ihn mal empfohlen haben, weil ich hatte mir den mal jetzt auf Blu-ray gekauft gehabt
weil ich den hatte den vorbestellt gehabt auf Amazon und den gab es jetzt irgendwie. Und ich fand den ziemlich witzig. Also wer da seine Wurzeln hat in der Zeit, kann da auf jeden Fall mal reingucken. Ich gebe dem Film 7 von 10, ja. Doch. Auch gerade die Demonstrationen und so weiter, da haben sie auch echtes Material verwendet mit falschem Material zusammen, also mit nachgetreten. Passt sehr gut. Vorwärts immer, heißt der Film. Deutscher Film. Nimmer. Ja, genau. Deutscher Film mit, ach so, ich kann ein paar Namen nennen, mit Jörg Schüttauf, den deutschen Schauspieler kennen wir durchaus. Josephine Preuß spielt noch mit, Jakob Matschens, David Striso heißt er. Ja. Cooler Film. Empfehlung von mir. So. Ihr habt keine Filme irgendwie geschaut. Ich gucke auch gerade nur Serien weiter. Ich habe tatsächlich am Freitag ganz kurz noch Street Fighter gesehen. Den basierend auf dem Videospiel. Genau. Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme. Ja. Mut zum Trash, sag also ich mal. Er heißt Street Fighter, die entscheidende Schlacht. Und ich hatte den auch einigermaßen in Erinnerung, aber ich hatte ihn nicht so fürchterlich mies in Erinnerung. Ist aus 1995. Puh. Das ist ungefähr so gut wie der Super Mario-Film, oder? Nee, da ist der Super Mario-Film tatsächlich tiefgründig und Super Troopers hat geniale Dialoge im Vergleich zu Street Fighter. Um Gottes Willen, Street Fighter, das habe ich schon verdrängt. Ich sag nur so, oh geil, wie geht's Ihnen? Halb tot. Und Bison? Ganz tot. Ah, ja, also schlimm. Es gab auch mal einen Mortal Kombat-Film, willst du mit dem nicht mal weitermachen? Ja, vielleicht mal gucken. Da ist er sogar von Paul W.S. Anderson. Also nicht der Paul Anderson, sondern Paul W.S. Anderson, der da diese Alien vs. Predator und sowas, glaube ich. Ja. Naja. Oh mein. Schlimm. Schlimm. Gut. Deine so Zusammenfassung. Ich glaube, so ungefähr hatte ich den auch in Erinnerung. Ja. Ah, schlimm. Werf mal einen Blick, was so Neues im Kino anläuft. Vielleicht ist da was Gutes dabei. Kinocharts und Neustarts. Ah, hab's natürlich wieder so laut eingespielt. In den Charts hier in Stuttgart sieht's wie folgt aus. Platz 10, Wahrheit oder Pflicht? Platz 9, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Platz 8, Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Platz 7, Amy Schumer, I Feel Pretty. Platz 6, Louis und die Aliens. Platz 5, letztendlich sind wir dem Universum egal. Platz 4, Avengers 3, Infinity War. Hat jetzt irgendwie noch einen Rekord gebrochen, habe ich gelesen, ne? Irgendwie 2 Milliarden oder ne, wie viel hat er eingespielt? Irgendwie so, noch irgend so ein Rekord. Egal. Platz 3, Deadpool 2. Platz 2, Solo, A Star Wars Story, verdrängt vom ersten Platz von Jurassic World, Das gefallene Königreich. Ist mir gerade eingefallen, ich habe gestern auch noch einen Film geguckt, aber über den habe ich schon geredet. Casino Undercover lief auf Sky. Mhm. Mit meiner Frau geguckt, weil die kannte den noch nicht. Herrlich. Ich habe wieder Spaß gehabt. Kann ich nur empfehlen. Das ist schön. Kennt ihr den schon? Müsst ihr mal gucken auf Sky. Ja, nein, der kann ich nicht. Ah, da war ich nicht. Ja. Oh, doch, doch, Casino Undercover. Stimmt, der schon verdrängt. Guck mal. Und was läuft denn diese Woche an? Am 21.06. laufen in Stuttgart folgende Filme an. Oh, da kennen wir ja viele davon. Ocean's 8, weiblich besetztes Spin-off der Oceans-Trilogie über eine Gruppe von Meisterdieben, die einen spektakulären Raubzug in New York durchziehen. The Strangers, Opfernacht. Haben wir auch schon gesehen. In der Fortsetzung des kultigen Home-Invasion-Schockers The Strangers wird ein Trailerpark zum Schauplatz eines neuen Gemetzels an einem komplett neuen Cast. Oh. Attack on Titan, Gebrüll des Erwachens, der dritte Compilation-Film zur Anime-Serie Attack on Titan, fasst die Ereignisse der zweiten Staffel in einem packenden Kinofilm zusammen. Ah. Allein unter Schwestern, niederländische Familienkomödie, ja, die haben jetzt Zeit, Filme zu drehen und die müssen ja nicht zur WM, über einen Jungen, der gemeinsam mit seinen drei Schwestern die Verantwortung für das Hotel der Familie übernehmen muss. Dann Halleluja, Iren sind menschlich. Jetzt muss ich mal gucken, wie der im Original heißt. Da ist doch bestimmt nicht so. Halleluja.
Julia, Iren sind menschlich. Findet ja gar nichts hier. Der hat bestimmt irgendwie nur so einen ganz kurzen Titel oder so. Eine Culture Clash-Komödie um eine irische Kleinstadt, die ins Chaos gestürzt wird, als eine Halal-Fleischerei eröffnet, die nach islamischer Tradition arbeitet. Dann am Strand mit, wie heißt sie? Shisha Ronan heißt sie, genau. Verfilmung der elegischen Novelle On Chesil's Beach von Ian McEwan um ein junges Paar, das in seiner Hochzeitsnacht auf unerwartete Probleme stößt. Oh, nicht ohne meine Eltern. In der französischen Komödie erhält der Monsieur Claude-Darsteller Christian Clavier Besuch von einem Mann, der behauptet, sein Sohn zu sein. Ah, das kennt man, den Enkeltrick hier. Da wird immer gewarnt davor. The Rider, ein Pferdefilm, Kate. Rodeo-Reiter. Wieso Kate? Dann gucke ich Pferdefilme an. Rodeo-Reiter Brady spielt sich selbst in einem Neo-Western über einen Unfall, der ihn zwang, seinen Traum aufzugeben oder wieder aufs Pferd zu steigen. Und eine russische Komödie kommt noch. Nochnaya Smena, Nachtschicht. Russische Komödie um einen Vater, der, um seine Familie zu ernähren, in der Nacht als Stripper arbeitet. Das gibt's in keinem russischen Film. Haben wir früher mal gesagt. Naja, ich denke mal, da war für fast jeden irgendwas dabei. Und ja, Serienbereich. Ich gucke immer noch Arrow weiter. Bin ich noch nicht im aktuellen. Dann gehen wir mal so in den allgemeinen Bereich hier rein. In die Rätselecke zum Beispiel. Rätselecke. So, Kate. Kam was an? Ja. Oh, echt? Ja, wow. Ja. Und zwar wieder vom Rainer. Hallo Kate, ich höre den Podcast immer im Auto und überlege mir dabei die Lösung zum Rätsel. Normalerweise versuche ich, die Lösung anders abends nochmal zu verifizieren. So heißt es. Diesmal bin ich aber direkt sicher. Vertigo müsste es sein. Liebe Grüße, Rainer. Ach ja, das war und ja ich mein Rätsel. Mir notiert, ja. Ganz genau, ich habe mir notiert, Vertigo hattest du letztes Mal auch ja. Jetzt, wo er es sagt, fällt mir auch wieder ein, dass ich das hatte. Ist ja immer gut, dass ich es auch geschrieben habe. Ja, Hitchcock. Großartig. Sehr toller Film. Ich habe alle Hitchcock-Filme gesehen. Ich habe letztens den einen noch nachgeholt, der mir gefehlt hatte. Genau. Ja, großartig, der Mann. So, neues Rätsel. Hast du eins? Na klar. Super. So, Achtung. Nach dem Tod seines Bruders verliert er seinen Lebensmut. Er schottet sich von der Außenwelt ab, um den Gedanken zum Geist seines Bruders zu pflegen. Erst die Begegnung mit einer alten Freundin scheint ihn endlich aus seinem Loch herauszuholen. Erst die Begegnung, das passt ja fast in den vom letzten Mal hier Trennungsfilme hier. Stimmt. Ich überlege gerade, ob ich den kenne, deswegen hatte ich hier... Ich kenne ihn, er ist toll und er ist schon ein bisschen älter. Mhm. Naja, also, liebe Hörer, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, schreibt an kate@kinocast.net. Vom Thomas haben wir auch lange nichts gehört. Thomas, geht's dir gut? Mhm. Bist du im Urlaub oder was? Kein WLAN mehr? Warst du sonst immer der Rätselfuchs hier? Ja, bin da mal gespannt. Jo, dann... Ja, wir hatten ja letzte Woche diese Top 5 Rubrik, die ich quasi so aus der Lameng, weil mir jemand auf Twitter was geschrieben hatte. Habe gedacht, wir führen das mal fort und ich gebe den Ball mal weiter an unseren Eishockey-Experten, der mal so eine Top 5 Eishockey-Filme, die man gesehen haben sollte, vielleicht mal. Ja, ich mal gucken. Natürlich, auf jeden Fall. Ich muss einleitend sagen, ich finde es super spannend, dass, wenn es ums Eishockey geht, wir in wunderbare Pausenthemen-Mentalität verfallen, so 10 Minuten vor Sendungsbeginn, hey, ich hätte da eine Idee für ein Thema. So ungefähr bauen wir den Pausenthemen-Podcast immer auf. Ich finde es schön, dass es jetzt auch schon bei Kinocast ein bisschen den Einzug erhält. Und ja, die Aufgabe an mich war, sag doch mal deine Top 5 Eishockey-Filme oder Bezug-Eishockey-Filme. Und ich muss ja sagen, es gibt einige Filme, wo Eishockey vorkommt, wie zum Beispiel Manchester by the Sea. Habe ich jetzt nicht in der Liste mit drin, möchte ich allerdings erwähnen, dass da Eishockey drin vorkommt. Dann möchte ich auch noch, bevor ich anfange, wirklich erwähnen, Goon mit Sean William Scott, der allerdings echt sehr, sehr flach ist.
Sudden Death mit Jean-Claude Van Damme. Oh, da haben wir es wieder. Ja, stimmt. Ja, habe ich sogar gesehen. Los, ne? Hab ich sogar gesehen. Ja, Jean-Claude Van Damme sehe ich gut aus. Also Sudden Death auch sehr cool. Das spielt in Pittsburgh, glaube ich, beim Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann natürlich Bodycheck. Der wird nicht jedem was sagen, allerdings die Hauptdarsteller des Films werden einigen was sagen. Da haben wir nämlich Rob Lowe, Patrick Swayze und Keanu Reeves. Aber in jung damals, ne, glaube ich. Ja, der ist, glaube ich, aus den 80er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch noch zu erwähnen bei den Eishockey-Filmen natürlich, alles steht Kopf. Disney Animation, da kommt auch Eishockey vor. Aber trotzdem, weg von diesen Filmen hin zu den Top 5 in meiner Auflistung. Auf Platz 5 habe ich den Film Mystery New York. Schon mal was von dem Spiel gehört? Noch nie davon gehört. Im Original heißt er Mystery Alaska, weil es in Mystery stattfindet. Geht darum, dass ein kleines Dorf, kleines Nest mitten in Alaska kriegt die Chance, gegen die New York Rangers ein Spiel zu spielen. Weil so, ja, die NHL macht so ein bisschen... Ja, so eine Tour und bla bla bla. Es ist also Provinzteam gegen NHL-Team, große Mannschaft gegen zu Gast. DFB-Pokal. DFB-Pokal. Ja, so in etwa. So in etwa. ist für mich, finde ich, immer noch ein ganz, ganz netter Film, ganz cool gemacht. Russell Crowe in der Hauptrolle. Burt Reynolds spielt auch mit. Also Mike Myers ist auch dabei. Es sind so ein paar Sachen, es sind ein paar Eishockeyspieler auch noch dabei, wie Phil Esposito, wer den noch kennt, also du wirst ihn wahrscheinlich nicht kennen. Ist ein cooler Film. Wie gesagt, geht um dieses Spiel, um halt dieses Dorf, wo man wahrscheinlich schon mit Schlittschuhen an den Füßen auch geboren wird. Und kann man sich mal angucken. Ist auch eine nette Geschichte drumherum gesponnen. Also ich fand es einen ganz netten Film. Aus dem Jahre 1999. Für mich auf Platz 5. Warte mal auf kurz. Platz 5. Ich will ein paar Zusatzsachen. Also ich habe gerade geschaut. Du hast ja nicht so viel Zeit für Recherche. Also den gibt es bei Amazon gerade zum Ausleihen. Also nirgendwo als Gratisinhalt, aber bei Amazon für kleines Geld zum Ausleihen. Bei iTunes und bei Videoload. Genau. So, ja. Kannst bitte weiter. Okay, dann darf ich weitermachen. Auf Platz 4 habe ich Red Army mit dem schönen deutschen Untertitel Legenden auf dem Eis. Der ist in Deutschland 2015 erschienen, im Januar, ist aber von 2014. Da geht es um die Eishockey-Nationalmannschaft der Sowjetunion, die damals quasi komplett aus dem Team von ZSKA Moskau bestand, also dem Eishockey-Club der Roten Armee. Und einfach so dort die Geschichte auch von denen dann erzählt, wie es dann weiterging nach der Auflösung der UdSSR, wie dann die in die USA konnten, dort durften die Spieler und so weiter. Das ist mehr allerdings, das ist nicht wirklich, das ist mehr so ein Biopic auch, also ein Dokumentarfilm. Auch sehr zu empfehlen, echt coole Geschichte, auch natürlich mit Originalmenschen, die es auch wirklich gab, die da wirklich dabei waren auch. Und lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal reinzugucken. Den müsste es aber bestimmt bei Amazon irgendwo geben, oder? Ja, nicht im Gratisinhalt, aber auch Amazon zum Ausleihen, iTunes zu den üblichen Gebühren. Ja, sehr gut. Auch das also mein Platz 4. Dann kommt mein Platz 3 mit Miracle on Ice. Miracle on Ice erzählt... Ah, da geht's schon los. Ja. Miracle on Ice erzählt die Geschichte des amerikanischen Eishockey-Teams, der Eishockey-Nationalmannschaft aus dem Jahre 1980. Und zwar waren da in die Olympischen Winterspiele 80 in Lake Placid. Und ja, die USA hat eine Truppe an Amateuren ins Rennen geschickt, weil halt auch so, ja, Eishockey, ja. Und auch da galt schon die sowjetische Eishockey-Nationalmannschaft, analog zu Red Army jetzt hier, als natürlich die Unschlagbaren. Die waren übermächtig, haben in der Vorrunde durchschnittlich mit 10-2 die Spiele gewonnen. sagt schon alles. Und die standen dann tatsächlich überraschend gegen die USA im Finale. Und es waren halt wirklich diese No-Names auf Seiten der USA, die auch, muss man jetzt sagen, zu größtenteils am Ende immer noch No-Names auch waren. Und wahre Begebenheit ist ja wirklich so passiert. Also die USA hat da sensationell die UdSSR geschlagen. Und eine wahre Geschichte, unglaublich tolle
Bilder vom Eishockeytraining, wie es da zuging und wie es da auch gemacht wurde, sehr, sehr gut eingefangen auch. Also es haben auch die noch lebenden Darsteller, die das erlebt haben, wirklich auch bestätigt, dass es auch so ablief. Deswegen wirklich cooler Film auf Platz 3 bei mir, weil den kann man auch immer wieder angucken. Ist auch so ein Film, da schalte ich nicht weg, wenn er läuft, weil den guckt man sich an. Läuft der irgendwo, Erik? Nee, der ist tatsächlich nicht verfügbar. Und da gibt es auch keine DVD oder so. Also der heißt ja im Deutschen Wunder auf dem Eis. Gibt es auch keine DVD bei Amazon. Er ist aber verfügbar. Hier ist er verfügbar. Bei Amazon, bei iTunes. Miracle on Ice, hier bei Wer streamt es, ist er nicht drin. Na, einfach nur Miracle, das Wunder von Lake Placid. Miracle on Ice? Nein, nur Miracle, ohne on so. Ice. Mach einfach das Wunder von Lake Placid. Okay, weil hier Miracle on Ice scheint sich auch... Deutsche Titel ändern sich tatsächlich auch mal. Nee, das ist ja der englische Titel. Mit Carl Malden und Steve Guttenberg. Sagt ihr das was? Nee. Steve Guttenberg? Keine Ahnung. Hier, warte mal. Das mit dem... ich hab's gefunden. Walt Disney Film. Das Wunder von Lake Placid. Ja, das ist tatsächlich verfügbar. Also kann man auch... Ja. Es ist nirgendwo gratis verfügbar, aber bei Amazon kann man es kaufen. Ah, da ist der andere ja nahe dran. Kennst du den anderen, den ich gerade hatte? Miracle on Ice, da geht es um dieselbe Geschichte. Ist aber nicht von Disney. Ist vielleicht... Nee. Okay. Wahrscheinlich nicht. Kommen wir zu Platz 2, ganz knapp vorbeigeschraubt an Platz 1. Und da möchte ich gar nicht viel sagen, da sage ich einfach nur Quark. Quark. Power the Duck oder Quark. Was? Quark. Mighty Ducks. Das Superteam. Unglaublich schöner Film, unglaublich lustiger Film, unglaublich coole Filmserie auch. Hat er auch drei Teile. Hat er dann sogar irgendwie noch eine Animation-Serie als Ableger sogar bekommen mit wirklich irgendwelchen Weltraumenten, keine Ahnung. Erzählt halt auch eine sehr schöne Geschichte in dem Fall, die von einem Eishockeytrainer, der Jugend-Eishockeytrainer arbeiten muss, weil er betrunken Auto gefahren ist und baut halt ein Team auf und ist einfach herrlich. Und was das Schöne ist an dem Film Mighty Ducks, das Superteam, den hat ja auch Disney gemacht, da ist damals dann wirklich, also 1992 kam der Film und daraus entstanden ist wirklich die Eishockey-Nationalmannschaft, die Eishockey-Mannschaft der Mighty Ducks of Anaheim, die inzwischen nicht mehr im Besitz von Disney sind, sondern die heißen jetzt nur noch Anaheim Ducks, also das Mighty ist weg und Disney ist auch weg. Trotzdem ist immer noch so diese Anlehnung noch ein bisschen da. Aber daraus ist auch dieses Team dann wirklich entstanden. Ich denke, zu den Mighty Ducks muss man nicht viel sagen, oder? Erik, den hast du auch schon mehrmals gesehen, bestimmt. Ja, die kenne ich auch. Kenne sogar, gibt es jetzt Teil 2 und 3 noch. Da war doch hier Emilio Estevez mit dabei, kann das sein? Ja, genau. Ja, und auch der, ich weiß nicht, wie heißt er denn, der dann später bei Dawson's Creek auch mitspielt, hier Pacey. Oh, der Pacey. Joshua Jackson. Ja, als kleiner Junge. Das ist so. Ich liebe diesen Film. Also ich liebe alle drei Filme, wobei der erste einfach der beste ist. Also wenn der irgendwo auf Sky läuft, ich kann nicht weiterschalten. Man kann egal, an welchem Punkt ich von dem Film einschalte, der wird zu Ende geguckt. Man kann jetzt zusammengefasst sagen, dass Disney die meisten Eishockey-Filme oder die besten oder so, zumindest in deiner Liste, oder? Ja, schon ein Stück weit. Also Disney setzt sich wenigstens mit auseinander. Aber jetzt kommen wir zur absoluten Nummer 1 aus dem Jahre 1977. Müsste jetzt eigentlich kommen. Und dann sage ich nur Paul Newman. Ja, da fällt mir auch irgendein Film ein. Wie hieß der? Habe ich auch mal irgendeinen Film gesehen mit Paul Newman. Ja. Der heißt ganz einfach Slapshot. Ja, Slapshot, genau. Oder auf Deutsch Schlappschuss, was ich... sagt keine Sau. Slapshot, da geht es darum, um ein fiktives Team, das in den 70er Jahren in der unterklassigen Eishockey-Liga spielt. Die Charleston Chiefs. Und um die ist einfach auch ein unglaublicher Kult in der Eishockey-Szene entstanden, weil... Also sie spielen, die Charleston Chiefs spielen in der Federal League und ihr Stadion heißt War Memorial Arena. Die sind völlig erfolglos, der örtliche Arbeitgeber steht vor einem finanziellen Ruin, deswegen können die das Team auch nicht weiter betreiben. Also das ist eine völlig aussichtslose Situation, bis drei
Brüder auftauchen, die Hansen Brothers, Jeff, Steve und Jack. Haben die nicht Mbop gesungen? Nee, die haben nicht Mbop gesungen, die haben was anderes gesungen, die haben nämlich gar nicht gesungen. Es waren Brillenspieler auf dem Eis. Damals hat man ja auch noch ohne Helm und alles gespielt. Und man hat halt diese drei Jungs im Team und hat die dann nicht aufs Eis gelassen. So, was soll das? Und dann, ja gut, ist ja eh voll uns egal, wir werden eh abgemeldet, lassen wir mal die aufs Eis. Und die machen halt alles kurz und klein. Die prügeln sich mit den Fans, die prügeln den Gegner nieder, die checken alles rum, was auf dem Eis steht, sind halb noch infantil, aber so infantil wie brutal, wenn nicht noch brutaler. Und auf diese Art und Weise schaffen sie Charleston Chiefs tatsächlich, das Ruder rumzureißen. Hat mit der neuen Taktik richtig Erfolg, bis auf ihr Starspieler, der macht nicht mit. In dem Fall Ned Braden, gespielt von Michael Ontkean wahrscheinlich. Und als dann wirklich das große Finale ansteht, ich glaube, ein Film von 1977 darf man spoilern, oder? Ja, ich kenne das ja. Also ich. Ja, du kennst es ja. Ja, gut, sollte aber jemand den noch gucken wollen, dann muss er jetzt mal weg. Ja, dann lassen wir es mal weg, genau. Also am Ende ist halt wirklich letztes Spiel und die Rettung ist doch nicht in Sicht. Doch alles ändert sich. Sagen wir es so. Ist ein absoluter Kultfilm in der Eishockey-Szene. Wenn man, zum Eishockey geht, man sieht bestimmt jedes Mal irgendeinen, der ein Trikot der Charleston Chiefs dabei hat oder anhat. Ist einfach herrlich. Und auch da gibt es drei Teile. Die bauen natürlich nach hinten nach ein bisschen mehr ab oder immer mehr ab. Der erste Teil ist legendär. Slapshot für mich. Einer der geilsten, witzigsten Eishockey-Filme, die es da draußen gibt. Ja. Ja, zu dem Film, da fiel mir jetzt bloß gerade eine Geschichte ein, wie ich damals da überhaupt dazu gekommen bin, den zu gucken. Also der ist ja nur auch schon etwas älter und irgendwie... Der ist 40 Jahre alt. Man kennt das ja so, was weiß ich, in der Jugend oder so, hast du irgendwie ein Mädel kennengelernt, hast dich irgendwie, was magst du für Musik, was magst du für Filme und so. Bei mir war es dann immer so, wenn irgendwie das Gespräch auf Filme kam und so, ja, die kannte ich dann schon, das, was ich gehört habe auf der anderen Seite. Ne? Da wusste ich dann schon, okay, die mag jetzt so die und die Filme und die Richtung und so. Und da hatte mal eine gesagt, sie mag hier den Film Slapshot. Da dachte ich, habe ich noch nie davon gehört, von dem Film damals. Und da habe ich mir dann auch irgendwie gesucht, wann der mal im Fernsehen lief. Da gab es auch keine Videotheken oder sowas bei uns. Da habe ich dann gewartet, bis der irgendwann mal im Fernsehen lief. Lief der irgendwann mitten in der Nacht auf dem dritten Programm oder so. Da habe ich den irgendwie mal geguckt. Ja, fand den auch sehr, sehr gut. Ja, Paul Newman ist sowieso immer Highlight. Ja, cooler Film. Ja. Gibt es übrigens bei Amazon, ich habe es gerade Lust bekommen, den nochmal zu gucken. Gibt es nämlich bei Amazon in der Flatrate, ist der mit drin. Und vielleicht. Übrigens gibt es auch alle Filme bei mir in der Heimvideothek, weil das sind wirklich Dinger, die habe ich auf Blu-ray oder auf DVD. Okay. Ja, aber für die Hörer da draußen, die jetzt nicht unbedingt gleich sich da irgendwas kaufen wollen, dann bei Amazon Prime ist es in der Flatrate enthalten. Slapshot. Ja. Ja, vielen Dank, Chris, für deine Top 5. Und sehr gerne. Vielleicht kann ja einer der Hörer, ich weiß, wir haben zumindest einen Hörer, der auf jeden Fall sehr viel mit Eishockey, nee, zwei kenne ich, fallen mir gerade ein. Vielleicht schreibt ihr mal noch in die Kommentare rein, was so eure Eishockey-Filme oder ob ihr dieselben habt oder keine Ahnung. Oder schreibt mir direkt an erik@kinocast.net, was wir noch so für Top 5 Filme machen sollen oder wer. Jawohl. Okay, dann gucke ich mal rein, gleich mal in die Kommentare, hätte ich eigentlich in der Zwischenzeit mal öffnen können, die Seite hier. Ja. Aber so ist das halt. Top vorbereitet. Ich glaube, die Steff hatte, ich habe zu viele Tabs offen hier, die Steff hatte was geschrieben, sie hat am Wochenende Solo gesehen und sie ist eher auf Chris' Seite. Ba-bam! Er hat ihr nicht so richtig gut gefallen wie Rogue One. Dankeschön! Es kam recht selten ein richtiges Star-Wars-Gefühl auf und so richtig witzig fand sie es auch nicht. Sie hat höchstens mal leicht geschmunzelt. Nimm das, Erik! Sie fand es zwischendrin auch viel zu langatmig. Die ganze Story hätte auch in einen deutlich kürzeren Film gepasst. Es wurde einfach zu viel um den heißen Brei herumgeredet. Aber so schlecht, wie es klingt, fand sie es auch nicht. Wir haben die Schauspieler sehr gut gefallen, zum Beispiel besonders Lando Calrissian. Die Szenen fand sie super. Und endlich wurden auch die 12 Parsec anständig erklärt.
Man kann den Film gut schauen und für alle Star Wars-Fans ist er zu empfehlen. Sie gibt 7,5. Ja, ich mein, ganz kurz da auch noch einhaken. Ich habe ihn ja inzwischen ein zweites Mal gesehen. Ne? Habe ich ja schon erwähnt. Ein drittes Mal gucke ich ihn nicht. Erstmal im Kino auf gar keinen Fall. Aber beim zweiten Mal fand ich ihn schon ein bisschen besser. Ich habe mir die Blu-ray vorbestellt. Die kommt übrigens laut Amazon. Übrigens, super Idee, ja, falls das so bleibt. Am 31.12.2018. Also, so kann man auch das Weihnachtsgeschäft versauen, ne? Indem man es einfach mal nach Weihnachten rausbringt. Ne? Also ich meine, mir ist egal, ich würde die jetzt nicht verschenken oder so. Aber es gibt da draußen bestimmt viele, die vielleicht so ein Ding verschenken wollen zu Weihnachten, aber vielleicht ändert sich der Veröffentlichungstermin ja nochmal. Die Steff sagt, sie mag die Fußball-WM schon jetzt nicht mehr. Puh, da will man anstelle Fußball zu schauen ins Kino gehen, aber in Tübingen gibt es keine Chance. Das eine Kino bleibt den kompletten Monat geschlossen, das andere zeigt genau zwei Filme, nämlich Jurassic World und die Papst-Doku, die sogar viel öfter kommt als Jurassic World. Und ansonsten nur Fußball, sie ist sauer. Die Leute, die keinen Fußball mögen, werden hier voll diskriminiert. Tja, Steff, gibt es ja nur ein paar Möglichkeiten, ne? Wie man das jetzt... Fußball gucken. Genau, wie man das lösen kann, wie man da rauskommt aus diesem... Ja, also entweder anfangen mit Fußball zu gucken, ist ja nun wirklich kein schwierig zu verstehendes Spiel. Ansonsten, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass die Eishockey-WM schon war und da hat sich auch keiner drum geschert und es war viel angenehmer. Ansonsten, nur mal so. Da in der Nähe von Tübingen, Steff, du gehst ja auch ab und zu mal nach Reutlingen rüber ins Kino. Da gibt es auch eine coole Fußballmannschaft, gibt es Fanfreundschaft mit VfB und so. Gehst du mal dahin oder so. Ansonsten, ich habe ihr auch schon geantwortet, dass sie natürlich von Tübingen und Reutlingen jetzt nicht auf die ganze Republik schließen kann, weil so wie ich das sehe, finden woanders, also hier nur mal als Beispiel in Stuttgart, da wird irgendwas aus irgendeiner Oper übertragen im Kino und da laufen die Filme eigentlich ganz normal. Also da läuft natürlich auch in einem Saal irgendwie Fußball, aber jetzt nicht so, dass da irgendwie das ganze Kino zu hat. Vielleicht hat ja das eine Kino, macht das vielleicht gerade eine Renovierung, dass sie sagen, ey, es ist eh Fußball-WM, komm, die Leute gucken alle Fußball, lass uns mal die Zeit nutzen und hier mal neue Sitze reinbauen oder so. Man weiß es ja nicht, ne? Kann ja sein. Also ich würde da nicht von Tübingen auf die ganze Welt schließen. Oder trinkt jemand? Gluck, gluck. Nee, da fährt gerade ein LKW in der Straße vorbei. Das klang aber so, jemand gerade gluck, gluck, gluck. Naja, auf jeden Fall, ansonsten komm nach Stuttgart, da kann man doch bestimmt auch irgendwie mit der Bahn schnell herkommen. Da kannst du in das Sneak gehen, montags, kommst vorbei, ist gebongt. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch mit den Kommentaren. Chris, wolltest du noch was zu der Preview sagen, die ihr hattet, oder? Ja, nochmal vielen Dank an dieser Stelle an die Silke. Hat super geklappt, nur das mit dem Foto hat leider nicht geklappt. Vielleicht sagst du mal kurz, um was es geht. Achso, ja. Für die Hörer, die es nicht wissen. Ja, ich gehe davon aus, dass die Hörer immer alles wissen. Dass die alle Folgen unseres Podcasts kennen. Ja, wir hatten ja die Sneak Preview zu Love, Simon, haben die auch hier im Kinocast besprochen und dann kam eben die Silke auf uns zu und hat gesagt, hey, ein Lehrer hat es gehört, hey, ein Lehrer hat gesagt, wäre doch eine coole Sache, das im mit den Kids zu schauen und warum soll man das nicht ermöglichen? Und das wurde uns dann auch ermöglicht, zusammen mit den Innenstadtkinos Stuttgart, auch da nochmal Dank an dieser Stelle, dass wir tatsächlich mit knapp 200 Schülern dann eingefallen sind am vergangenen Donnerstag, morgens, vormittags und um 11 den Film Love, Simon gesehen haben. War wirklich eine coole, coole Sache. Von Klasse 7 bis Klasse 9 alles dabei. Die 10er sind ja jetzt im Prüfungsstress und eh nicht mehr da und für 5, 6 war es dann doch ein bisschen noch so, ja, sagen wir ein bisschen zu früh vielleicht. War sehr lustig. Die Stimmung im Saal war ganz großartig. Vor allem am Ende sind die Emotionen hin und her geschwankt ohne Ende. Von yeah bis wäh war dann alles dabei. Mein Rektor war dabei, es waren noch andere Kollegen dabei. Haben sich gleich manche aus Versehen geoutet. Dann, oh, ja, das, oh, ups. Ja, ein Schüler kam nach dem Film zu mir und hat gemeint, Herr Bindel, warum haben wir den Film angeguckt? Dann habe ich gemeint, wegen dir. dann war Ruhe im Karton, weil ich ja solche Kommentare echt leiden kann. Nein, wie gesagt, war eine super Sache.
hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Also wenn wir als Testpublikum für irgendwelche Filme herhalten sollten, gerne wieder, hat super geklappt. Der Saal sah zwar ein bisschen verschmutzt aus, klar, aber auch nicht mehr als nach einer Sneak. Deswegen, wir wären gerne wieder dabei und nochmal ganz arg vielen Dank an die, wo es ermöglicht haben. Ja, also wir stehen auch gern als Testpublikum für neue Filme aus dem Marvel Cinematic Universe oder Star Wars. Ja, ganz klar. Das muss man mal so einfach mal mit Zaunsleiter winken, ne? Also gern auch nur wir drei oder würden vielleicht noch ein paar Gäste mitbringen dann. aber eigentlich nicht früh um 11, das klappt nicht. Das müssen wir. Nee, das geht nicht. Also oder halt mal August habe ich Zeit. Ja, Wochenende. Ja, du vielleicht. Wochenende, genau. Das würde gehen, ja. Wochenende würde gehen oder abends mal. Apropos, es gab jetzt einen neuen Trailer von Ant-Man and the Wasp und ich habe den auch auf Kinopass. Auch da darf ich dir ganz kurz was sagen, weil viele immer Ant-Man so belächeln. Was viele aber nicht wissen, ist ja, dass Ant-Man zu den originalen Avengers gehört. Das mal sei mal so hingestellt. Und die Rolle, die Ant-Man jetzt noch spielen wird, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber auch bei Avengers 4, ich würde es nicht unterschätzen. Ich würde, wenn ich da wirklich Interesse habe, den neuen Ant-Man and the Wasp, wirklich anschauen auch. Große Empfehlung, wenn man da drin ist, auch als Vorbereitung auf Avengers 4. Ja, ich wusste das jetzt nicht mit den Avengers, aber das ist jetzt keine Überraschung. Aber ich fand Ant-Man auch großartig. Ich habe den Film total gefeiert. Ich fand ihn richtig gut. Ja, und Ant-Man, wie gesagt, hat noch eine ganz, ganz Riesenrolle dann. Abwarten. Eine Riesenrolle. Zwinker, zwinker. Ja. der Trailer sieht auch sehr gut aus, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und den findet ihr auf unserer Facebook-Seite, die auch Kinocast heißt. Könnt ihr einfach liken. Da kommt jetzt kein Spam-Mist oder so, da kommen nur mal Trailer oder wenn ich mal irgendwas Lustiges entdecke, was mit Filmen zu tun hat, kann man ruhig mal folgen, ja. Und wie das jetzt bei Facebook immer so ist, da muss man irgendwo nochmal klicken, dass die Beiträge auch irgendwie gezeigt werden in eurem Feed. Ihr kriegt das dann schon hin. Muss man irgendwie auf die drei Punkte klicken und dann kann man sagen, dass man das auch sehen will in seinem Feed. Sonst geht das irgendwo unter. Ja, okay. Dann werfe ich mal einen Blick in die Unterstützerliste hier, wer was bestellt hat über unsere Amazon-Affiliate-Links. Oh Gott, was ist das denn? Das lese ich jetzt nicht alles einzeln vor. Hier hat jemand 4 John Sinclair, ich nehme mal an, Heftchen oder Hörbücher oder sowas gekauft. Vielen Dank dafür. Dann eine Iron Man Trilogie auf Blu-ray. Was kosten die gerade? Ist die im Angebot oder was? 12,99, das kann man machen. Der dritte Film ist scheiße, aber die anderen zwei für 12,99, das geht schon. Ja, ist gut. Okay. Was haben wir noch? Swiffy. Swiffy 4 Stück. Was ist das? Ist das hier zum Putzen? Nee. Ach nee, Kofferbänder. Koffergurte. Wo man den Koffer, wenn er übervoll ist nach dem Urlaub, wenn man zurückkommt und hat sich mit iPhones in den USA eingedeckt, dann quillt der Koffer über und man braucht dann so einen Gurt außenrum um den Koffer. Sowas hier. Was ist das? O'Neill Herren Lake. Was ist das? Ein Badeshirt. Ein Surf-Shirt würde ich es mal nennen. Ja, cooles Ding. Vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben. Ich werde diesmal den Vorbestellungslink für Solo mit reinpacken. Vielleicht möchtet ihr auch an Silvester eine schöne Überraschung bekommen in eurem Briefkasten. Dann könnt ihr noch mal Solo gucken, bis es losgeht mit dem Feuerwerk. Und ja, wer uns sonst noch unterstützen will, ganz oben auf kinocast.net findet ihr den Punkt Danke für eure Unterstützung, heißt der. Ja. Okay, dann sind wir soweit durch, denke ich, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nö, bin fertig. Okay, dann vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Sehen wir uns dann morgen zu der Religionsstunde in der Sneak Preview. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.